Der Morgen danach. Die Islander suchen ja alle die große Liebe. Und was kommt bei der Liebe hinten raus? Genau, die Familie. Und auf dieses gewaltige Glück geben wir Ihnen heute einen kleinen Vorgeschmack. Alter! Nein, die wollen mich verarschen, oder? Elektro-Babys! Und für jedes Couple gibt's eins. Was ist denn los? Ich hab den Kopf. Da muss er nicht mehr weinen. Komm mal. Ich hab echt gedacht, ich träume heute Morgen. Dann höre ich die Babys fast. Dann gehen wir runter und dann liegt da einfach unser Baby. 9 Monate sind wir schon hier. Total. Es fühlt sich aber so an. Ja. Endlich ist es da. Der Onkel kommt. Der Onkel Micha kommt. Noah, was ist denn los? Ist doch alles gut. Du hast jetzt schon Stress bei der Geburt, Alter. Samira! Vielleicht hat er auch Hunger. Probier's doch mal. Hey, schau mal, das hier ist Ted. Guck mal, alles gut. Ja, alles gut, alles gut. Das ist der kleine Jürgen. Und das ist der kleine Diego. Wie heißt er ja? Noah. Eigentlich Milou, aber jetzt ist es die Dana. Ach, so schnell kann sich das ändern. Und bei uns ist es die Melissa Sophie. Also, wo ich noch klein war, habe ich noch nicht so viel geweint. Das ist schon meins. Samira! Ich glaube, unser Kind war so ein Mittelding von den anderen Kindern. Ich glaube, Yasin und Samira hatten so das anstrengendste Kind. Wieso macht ihr das mit uns? Ruhig. Ist ruhig. Ich hau ab. Du sollst weggehen. Komm, ist Samira selber. Keiner schreit jetzt. Ja, erst dann kriegt dein Kind mal unter Kontrolle. Allem alles in ruhig. Wieso schreist du? Nein, nein, jeder bekommt was, was er verdient. Dass er nicht so sehr in der Sonne ist, der hat keine Mütze auf. Ja, der muss ein bisschen braun werden, also lass ihn in der Sonne. Lalilu, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen, drum schlaf auch du. Dein Ernst? Ich glaube, das ist ein Ding, ihr müsst jetzt auf die Kinder aufpassen, während wir uns fertig machen. Klar. Ja, wir müssen uns fertig machen, in der Zeit schaut ihr. Und wenn ihr schaut, Sam Jam, komm, gehen wir uns fertig machen. Nina, 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 oh, questa bimba al chilado, e la do alla Befana, che se la tiene una settimana. Ich sage, ein Kind weint. Ich hoffe, es ist nicht meins. Ich hoffe auch, dass es nicht meins ist, aber ich befürchte Schlimmes. Wobei, der Micha kümmert sich eigentlich sehr gut. Das war aus der Reihe Mütter mit Herz. Ich wäre schon bereit für einen kleinen Diego. Auf jeden Fall. Wenn ich ehrlich bin, ja. Ja. Spätestens mit 28 habe ich gesagt, wollte ich ein Kind. Ah, ist auch noch ein bisschen Zeit. Ja, ja. Und erstmal muss die Frau. Ja. Und sie wissen doch. Es kommt doch alles zum richtigen Zeitpunkt. Genau. Ja, ich glaube, da muss man Windeln nutzen. Ja, mach. Ich weiß nicht, wie es geht. Ja, wo sind die Windeln? Ich weiß auch nicht. Ich habe heute das erste Mal in meinem Leben Windel gewechselt. Ja, hat gar keiner gemacht. Das machst du gut. So. Super, Papa.
gibt es etwas Schöneres als Papa sein? Wenn man Yasin so zuschaut, sicher nicht. Ein glücklicher Mann, eins mit sich und der Welt. Ein Sieger im ewigen Wettlauf der Schöpfung. Oh, Noah, jetzt schlaf mal. Wie es wäre, wenn man vielleicht wirklich zusammen Kinder hätte. Genau. Und dafür, finde ich, haben wir das echt super gemacht. Also kann uns ja nichts im Wege stehen.